Freunde. Heute beginnt der erste Testtag mit der FII. Ich habe sie gestern soweit zusammengesetzt. Musste noch Lenker klemmen, besorgen, um meinen Dreilenker da wieder dran zu bauen. Wie ihr seht, steht sie hinten drin. Ich bin gespannt, was so geht, wie sie sich anfühlt, ob sie überhaupt geht. Das ist so die erste Testfahrt mit dem Ding. Hab die damals relativ günstig gekriegt, um sie eigentlich nochmal neu aufzubauen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Deswegen sieht sie so aus, wie sie so aussieht. Sie ist nicht die schönste, aber darauf kommt sie eigentlich schon nicht an. Ich denke, wenn das Vorderrad oben ist, macht das schon was her. Wie gesagt, CBR 600 FEI soll wohl ein Stück größer sein als die RR. Dadurch, dass ich ja auch relativ groß bin, hoffe ich, dass ich ein bisschen besser mit klarkomme. Ja, ich bin gespannt. Ich fahre gerade auf jeden Fall zur Senso Crew. Samstag, bestes Kaiserwetter, deswegen ist der Bart heute auch mal gezwirbelt. Seit langem mal wieder. Gerade jetzt, glaube ich, die richtige Länge wieder. Und ja, ich freue mich drauf. Hab Bock auf jeden Fall ordentliche Trainingssession zu fahren. Und bin gespannt, was geht. Kurzes Fazit, FEI geht. Scheiß, Gabelzimmerringe sind schon wieder undicht, weil das Tauchrohr krumm ist, sonst geht's ja. Ja, wie gesagt, das Motorrad passt soweit erstmal. Ich werde noch auf 14er Ritzel umbauen, weil das ist jetzt noch ein 15er, das ist ein bisschen assi. Beziehungsweise zu lang übersetzt. Hier hinten ist, glaube ich, 416er. Das ist ein bisschen zu schnell für meine Trailfahrart, sage ich jetzt mal. Ne? Den Heckrahmen werde ich noch umbauen. Das GFK-Zeug ist absoluter Müll. Hier tritt sie drauf, das ist alles komplett weich. Ja, und hier hinten, das steht sich auch total beschissen. Da kannst du deinen Fuß nicht so richtig reinstellen, ich weiß nicht. Man muss irgendwie Winkel dran oder so. Mal schauen, was ich da finde. Die Kupplung geht auf jeden Fall leichter als an der RR. Ein bisschen Luft ist noch im System. Sobald die auf dem Hinterrad ist, merkst du, dass er druckend wandert. Ja, Stoppies gehen auch gerade noch nicht so richtig, weil die Bremsbeläge alle noch ein bisschen ölfeucht sind, weil die Gabel komplett gesifft hat. Jetzt läuft noch die linke Seite, weil das Gabelrohr hier undicht ist. Naja, alles noch ein bisschen Arbeit, aber sonst läuft es erstmal halbwegs. Steuerkettenspannung muss ich noch verstärkt einbauen. Das ist so bei 3.000 bis 6.000 Umdrehungen rasselt der ein bisschen, so ein typisches FEI-Problem. Ja, und der Auspuff ist halt ein bisschen laut, wenn du das so hörst. Das nervt ganz schön. Wenn du jetzt wie heute 3 Stunden fährst. Und das Left-Hand-Brake-Setup, da habe ich jetzt hier von Chris das andere bekommen mit rauender Scheibe. Werde ich mal die Tokiko-Sättel probieren, ob die passen. Ohne große Adapter, das sehe ich jetzt noch nicht. Das muss ich mal gucken. Und dann nochmal komplett entlüften, wie gesagt. Und dann denke ich, ist das ein solides Moped erstmal. Wenn das alles dann umgebaut wurde. Driften geht ganz gut, muss ich sagen. Der Reifen ist schon wieder durch. Streetbike Mulski haut ab. Mein erster Tag FEI. Der Bart steht nicht mehr ganz so, im Helm ist es immer ein bisschen schwierig, den zu halten. Aber sie hat es überlebt. Ich bin froh, dass er läuft. Die Steuerkette macht ein bisschen Geräusche. Da habe ich jetzt aber schon Kontakt aufgenommen mit jemandem, der die umbaut.
baut so eine verstärkte Feder ein, das machen die Geräusche wohl nicht mehr. Und ich denke, das ist dann auch besser. Zumindest klingt es halt einfach komisch. Ne? Aber ich muss sagen, sie macht Spaß. Ich bin gespannt, was es für ein Jahr wird auf jeden Fall. Ich habe mal wieder Spielen an der Pfoten, das passt für mich gut nach, was weiß ich, das sind glaube ich heute 4-5 Stunden waren wir am Spot auf jeden Fall. Das hat gepasst, war geil. So, bis später. Ich fahre jetzt noch nach Hause und hat sich der Tag erledigt. Haut rein!